Oh. Wow. Super geschafft. Ach, guck mal, wir können sogar auf diesen kleinen schmalen Sims hier laufen. Und dann gehen wir mal auf diese Kiste, während die Daten geladen werden. Und da hinten habe ich doch wieder Wissenschaftler gehört. Okay, wir machen erstmal hier die Kisten alle kaputt. So, machen erstmal Kleinholz. Ne? Ist ja auch schön zum Heizen. Ah. Wissenschaftler, dem Himmel sei Dank. Holen Sie uns hier raus, bevor diese Miet faszinierend. Ich hätte nicht gedacht, dass es sowas geben könnte. Alle von uns haben eine Freigabe für den Retina-Scanner. Kommen Sie mit uns in die Lobby, dann können wir aus dem Labor wieder raus. Erinnern Sie sich noch an irgendeine von diesen Notfallüberlebensprozeduren? Sie eingeschaltet, aber ich fürchte... Glauben Sie, wir sollten uns an die Regierung der Aliens wenden? Machen Sie sich nicht lächerlich. Alter, die Stimmen, die sind alle voll durcheinander. Die starten ja alle wild in einem Brei. Und dann reden die teilweise Sätze und dann fangen sie wieder einen neuen Satz an. Das ist auch ein bisschen buggy hier. Riechen Sie auch den Brandgeruch? Ich rieche eher einen anderen Geruch, bei ihm hier aus der Hose. So, das heißt, die haben alle also eine Berechtigung. Ich übersetze das mal eben, eine Berechtigung für den Retina-Scanner. Das heißt, alle drei hier, also wir brauchen ja nur einen von den dreien, müssten wir da hinten hin... locken in die große Empfangshalle und die können uns dann die Tür öffnen. Diese Aufräumaktion des Militärs ist doch bestimmt nur ein paranoides Gerücht oder etwa nicht? Nein, das ist kein Gerücht, das ist tatsächlich so. So, wir müssen aber jetzt, denke ich mal, diese Apparatur hier ausschalten, damit die Wissenschaftler hier rüberkommen und hier herlaufen können. Oh, das war gut. Wir werden also da getroffen. Das ist schon mal interessant. So, da muss ich mich noch mal kurz räuspern. Von dieser Größenordnung ist extrem unwahrscheinlich. Das heißt, wir müssen hier anders vorgehen. Ich speichere mal hier direkt ab. Also, wenn man zu dicht da hinten steht, dann wird man getroffen. Komisch. Aber wenn ich mich hier so ducke, wird man nicht getroffen. Merkwürdig. Wieso werden wir... Das ist doch unlogisch. Okay, unlogisch hin oder her. Es ist so, also müssen wir uns den Gegebenheiten anpassen. So, bis hierhin ging das noch. Okay, wir sind rüber. Nein, nicht da stehen bleiben. Naja, egal, komm. Das werden die ja wohl hinkriegen, oder? So, wen nehmen wir mit? Komm, hier dich. Oder kommt jetzt alle mit? Ne, du nur, ne? Glaube ich. Okay, wir müssen wieder zurück in die Empfangshalle. Allerdings ist natürlich jetzt die Sache auch nicht sicher, ob hier schon wieder neue Einsatzkräfte... Ich hatte so einen Verdacht, dass das passieren könnte, aber der Verwaltungschef wollte einfach nicht zuhören. Ja, ja, der Verwaltungschef. Dass hier jetzt nicht schon wieder neue Sachen vom Militär sind. Ah, Alter, als wenn ich das Imorin hätte. Ich wollte ihn nur vorhin aussprechen lassen. Ich wollte nämlich sagen, wer weiß, ob hier nicht neue Einheiten vom Militär sind. Hui, wie interessant. Schauen Sie sich das bloß mal an. Hui, wie interessant. Schauen Sie sich das bloß mal an. Geil. Gut, ich lasse Sie raus, aber ich warne Sie. Da draußen ist die Hölle los. Das Militär hat komplett die Kontrolle übernommen. Sie müssen sich von einer Seite zur anderen schleichen und durchkämpfen. Und ich glaube nicht, dass Sie dabei viele Leute treffen, die auf unserer Seite stehen. Falls Sie das Ganze aber tatsächlich überleben und es schaffen sollten, die gesamte Basis zu durchqueren, kommen Sie in den Lambda-Komplex, wo der Rest des Wissenschaftlerteams Zuflucht gesucht hat. Ich selbst würde da nicht rausgehen, aber ich lasse die Kollegen wissen, dass Sie auf dem Weg sind. Machen wir hier gerade ein Versteckspiel? Okay, also alles mit Militär versorgt und wir müssen zum Lambda-Komplex. Oh oh. Oh oh, also ziemlich gesichert hier. Coole Schleuse. Ziemlich abgesichert alles.
Kollegen warten. Oh oh. Da war schon der Erste. Also ich halte jetzt hier mal wieder die Shift-Taste gedrückt, indem wir hier uns langsam fortbewegen. Dann, dass man hier nicht was weiß ich wo reinrauscht. Ach du Scheiße. Drei tote Wissenschaftler. Oh. Da war eine Selbstschussanlage gewesen. Die hätten wir schon mal eliminiert. Da ist noch eine. Die ist auch eliminiert. Wenn auch sehr kostenintensiv, was Munition angeht. Nein, hier ist nichts. Okay. Okay, das war's. Zwei Selbstschussanlagen waren oben auf dem Dach. Die haben wir erledigt. So, jetzt sieht man ja auch mal die Anlage von außen. Ja, ich weiß, die Grafik sieht kantig aus. Ich finde es aber hier vom Aussehen her, also, naja, was heißt jetzt vom, also, ja, so wie es hier so ist, ne, so die Gegend und alles, wie das gemacht wurde, finde ich sehr, sehr stimmig. Ne, da muss man sich mal so vorstellen, wie würde sowas in real aussehen? Hier so, ne, das sieht ja hier so aus wie im Grand Canyon. Und dann hier so eine geheime, ja, Forschungsstation, total abgesichert. Ah, ist schon cool. Muss ich sagen, ist schon cool. So, pass mal auf. Können wir das nicht mit einer Pistole machen? Gut, das hat jetzt ein bisschen mehr Muni gekostet, als ich dachte. Und als ich vorhatte, zu investieren. Oh oh. Da ist wieder anscheinend, weiß nicht, ob das eine Schleuse ist oder einfach nur ein Ausgang. Oh, ich ahne Schlimmes. Auf jeden Fall haben wir jetzt wieder 100 und 100%. Und nein, das gibt keine 200%. Okay, munitionstechnisch könnten wir ruhig etwas besser sein hier von unserem Maschinengewehr. Da haben wir nur 108 noch im Petto, 108 Schuss. Natürlich plus das, was in der Waffe ist. Oberflächenspannung. Aha, Oberflächenspannung. So, ich speichere nochmal und dann öffne ich. Aha. Da lugt schon was raus. Ein Rausluker. Scheiße. Granate! Warum gehen die nicht in die Luft? Scheiße! Zu weit weggestanden, wa? Ich habe die ganze Zeit auf die scheiß explosiven Fässer geschossen. Aber die wollten leider irgendwie nicht in die Luft fliegen. Die Fässer. Pass mal auf. Oh, da kommen wir noch hin. Komm, da tun wir uns noch eben schnell. Super. So, es war jetzt ein bisschen... Full Storage. Es war jetzt ein bisschen viel gewesen für 4%, so eine ganze Einheit. Aber ich glaube kaum, dass wir hier hinterher nochmal zurückkommen. Also von daher, ne, bevor wir was hier liegen lassen... Oh, oh. Ich habe ein wenig Angst, was hier hinter der Ecke ist. Ich gehe mal etwas langsamer. Ach du Scheiße. Ein Damm. Verdammt, ein Damm. Und da kommt ein... Da kommt schon ein Soldat drüber gelaufen. Was geht denn hier los? Da kommt auch noch ein Heli. Alter, wir werden angegriffen. Und ein Monsterfisch. Scheiße, ein Monsterfisch. Oh, 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 erstmal hier rein. Turbinencontrol. Mhm. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Alter, was verreißt die Knarre?
Und wieso haben wir da so viel drauf schießen müssen? Also ganz ehrlich, da haben wir jetzt so viel Muni verbraten. Also das speichere ich erstmal noch nicht. So, Turbinencontrol. Unten war ein Schaufelrad gewesen. Unten war aber auch noch dieser Monsterfisch gewesen. Ich befürchte, den müssen wir wahrscheinlich als erstes erledigen. Diesen Monsterfisch. Wir bleiben am besten mal hier so ein bisschen mehr in der Ecke. Und hoch, Luft holen, Luft holen, Luft holen. So, komm, Monsterfisch. 2 haben wir dem verpasst. Scheiße. Jetzt. Was? Der lebt immer noch? Alter, wie viel verpasst? Wie viel verträgt der? Jetzt haben wir ihn aber. Das waren, glaube ich, jetzt 6 Schuss gewesen. Leck mich am Arsch. 6 Schuss waren das. Ein bisschen krass. So, pass auf. Da ist ein Rad. Da müssen wir ja garantiert aufdrehen. Und dann da durch. Und das machen wir jetzt mal. Oh, fuck, ey. Sowas kann immer sehr lange dauern. So, da geht's auf. Da geht... Oh. Nein, nochmal hoch. Da sind wir irgendwie wieder ein bisschen stecken geblieben. Ja, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Wir sind auf dem Weg nach oben. Wieso hat er das nicht gemacht, ey? So, jetzt hier aber. Nicht absacken. Scheiße. Scheiße. Ja, das werden wir nicht schaffen. Alter, haben wir geschafft. Wie haben wir das denn noch hingekriegt? Ich hätte damit nicht mehr gerechnet. Ich konnte nämlich auch nichts mehr sehen. Oh, da oben ist der Heli. Und der ist uns, glaube ich, nicht freundlich gesonnen. Wir bleiben am besten mal so lange, wie es geht, unter Wasser. Oh, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Dieser scheiß Heli, ey. Aber die Leiter können wir schon hoch, ne? Hallo? Ich möchte gerne die Leiter hoch. Lässt du uns? Das ist aber jetzt nett von dir. Du Scheißleiter. Okay, pass auf, wisst ihr was? Munitionsmäßig sehen wir ein bisschen bescheuert aus. Aber was so hier Gesundheit und Anzugenergie angeht, ist das jetzt nicht so schlecht. Also speichere ich mal. Da ist der Heli. Und Kisten. Wir müssen alles mitnehmen, was wir kriegen können. Da war Munition gewesen, das war sehr gut. Da war auch wieder Munition bei. Speichere ich doch direkt mal ab. Was haben wir hier hinten noch? Headcrabs. Alter, wie viel hat die wieder ausgehalten? Aha. Na toll. Das hat sich jetzt nicht wirklich gelohnt. Aber egal. So, komm hier durch. Wir müssen nur auf den Hubschrauber achten. Ich vermute nämlich mal, dass der hier noch auf uns schießen wird. Ja, aber wohl, wenn wir hier auf Headcrab stoßen, nicht mal lieber die Pistole. Boah, da ist der Heli, ey. Hoffentlich schießt er nicht auf uns hier. Also hoffentlich sieht er uns hier noch nicht. Da hinten ist die nächste Leiter. Ich renne hier mal ein bisschen rüber. Nein, 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 nein. Da ist der Heli. Boah, der hat uns, glaube ich, noch nicht so im Visier gehabt. Aber der könnte uns jetzt gleich ins Visier nehmen. Und ich weiß im Moment, ehrlich gesagt, noch gar nicht so genau, wo wir hin sollen. Ich will mal eben kurz warten, bis der Heli seine nächste Runde gedreht hat. Kommt der jetzt wieder? Oh, oh, da schießt er schon, da schießt er schon. Scheiße, ich will jetzt ja auch nicht 3 Stunden warten. Ach komm, wir gehen durch. Was? Hi, wollte, wollte... Oh, oh.
Da liegt jede Menge Zeugs rum. Aber da ist Anzugenergie und so. Und die haben wir ja noch. Ja, Moment mal. Jetzt sind wir ja wieder da. Und da hinten ist der Heli. Scheiße, wir müssen nachher hier wieder her. Oder jetzt. Oh, 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 oh. Aha. Was, wo kommst du denn her? Alter. So, pass mal auf. Hier speichere ich jetzt mal eben schnell ab. Was war hier hinten gewesen? Oh Gott. Da hinten ging es auch irgendwo her. Moment mal eben. Ich gehe nochmal eben einmal zurück. Nur um zu gucken, was hier gewesen wäre.